Ja, hallo liebe Freunde und damit herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Mühlenabenteuer. Heute nicht an der Mühle, wie ihr seht. Heute freue ich mich im Rahmen unserer Reihe Besondere Menschen, besondere Orte, euch den Stefan Pollenecher vorstellen zu dürfen. Stefan hat ein ganz besonderes Projekt, hat eigentlich mehrere Projekte, die sich auch mit unserem Themenbereich decken. Und was es genau ist, das wird uns Stefan jetzt mal persönlich sagen. Ja, willkommen bei dieser Sendung von Hubi. Wir stehen hier vor dem historischen Trafohäuschen in Niederurf. Vor knapp 15 Jahren sollte das abgerissen werden. Ein kleines Kulturdenkmal, wie man sieht. Es gab keine Nutzung dafür. Es fanden sich auch keine anderen Leute, die damit was anfangen konnten. Und dann, als dann klar wurde, dass auch kein Jugendraum oder das von der Freiwilligen Feuerwehr genutzt werden könnte, sind wir an den Energieversorgungsbetrieb herangetreten und haben dann gefragt, wie denn diese Zukunft von diesem Trafohäuschen wäre, ob es noch die eine Idee hätten, hatten sie aber auch nicht. Sie sagten, es wird abgerissen, es wird dann ein moderne Transformatorengebäude errichtet, was hier auch nebenan dann später errichtet wurde. Und auf meine Frage, wie viel sie da kalkulieren für den Abriss, meinten sie, das sind so roundabout 5.000 Euro, die sie eingestellt haben in Etat. Und ich habe denen dann vorgeschlagen, sie könnten ja das Geld sparen, wenn sie mir das Trafohäuschen schenken. Und es hat nicht lange gedauert, 14 Tage später haben wir uns dann geeinigt und der Energieversorger hat mir dann das Trafohäuschen übereignet. Die haben den alten Trafo rausmontiert, haben auch andere elektrische Zubehörsachen, die da drin waren, entfernt. Und dann hatte ich das übernommen, habe angefangen, es zu entkernen. Und wir haben das dann umgebaut für ein Kinderhaus für unsere Kinder. Der Starkstrom kam aus der Richtung, wurde in den Turm geleitet, dann zu dem Transformator, wo er dann in Mittelspannung und die 220 Volt Spannung umtransformiert wurde. Der Dorfelektriker konnte über diese Klappe, wo die Verteilung für die Mittelspannung und die 220 Volt Spannung ankam, das konnte er auch bedienen, während für die Hochspannung und für den Hochspannungsteil, für den Transformator, nur der Elektriker von dem Energieversorger einen Zugang hatte. Und wir gehen jetzt mal rein und schauen uns das alles an. Wir kommen jetzt hier erstmal in das Erdgeschoss. Wir haben hier den ganzen Raum freigemacht. Hier war noch so eine kleine Betonbühne, die haben wir abgebrochen und haben zwei Böden eingelegt, sodass hier drei kleine Räumchen entstanden sind mit unterschiedlicher Funktion. Hier unten, das ist sozusagen der Wohnbereich. Wir haben hier auch unsere Möbel so gestaltet, dass man die rausstellen kann, wenn Sonne ist oder wenn es schön warm ist. Muss man nicht nur hier drin sich aufhalten können, sondern man kann sich auch draußen aufhalten. Hier ist eine kleine Minibar und auch eine Möglichkeit zu arbeiten oder zu lesen. Und dieses Fenster ist entstanden in dem Bereich, wo früher die Klappe war, für die niederen Spannungsbereiche, die dann in die Dorfverteilung gegangen sind. Und hier haben wir die alte historische Leiter, die nach oben geführt hat, sodass die Elektriker auch die Möglichkeiten hatten, hier die einzelnen Leitungen zu warten. Und die haben wir genommen, um damit unsere einzelnen Räumchen zu erschließen. Und wir kommen jetzt zu der Etage im ersten Stock und da gehen wir jetzt mal hoch. So.
Hier sind wir im Schlafbereich. Hier gibt es die Möglichkeit, dass zwei Leute schön übernachten können. Das haben jahrelang unsere Kinder genutzt, bis die größer waren. Jetzt nutzen wir diesen Turm als eine Möglichkeit für unsere Gäste, die hier übernachten können. Wir haben hier die ganze Bettwäsche und hier kann man auch seine Klamotten unterbringen. Das ist noch eine alte historische Garderobe von einem D-Zug, wo man Sachen abhängen kann. Und hier ist also die Möglichkeit, dass man in aller Ruhe sich zu Bett begeben kann. Jetzt können wir noch eine Etage weiter hochgehen in den zweiten Stock. Ja, es gibt auch noch eine kleine Ausbaureserve hier in diesem Türmchen. Das ist das Dach. In dem Dach kann man sogar fast stehen und das verbirgt sich hier hinter der Klappe. Meine Kinder haben das natürlich immer genutzt hier, um ihre Sachen hoch und runter zu transportieren. Deswegen ist hier diese Umlenkrolle nochmal dran. Aber meine Idee war damals, dass man den Dachraum nochmal nutzt für eine elektrische Eisenbahn, die man da permanent aufgebaut hat. Das hat sich dann aber nicht durchgesetzt, sodass dieser Dachraum jetzt noch ungenutzt ist und da sind wir nochmal am Schauen, ob sich da was nochmal mit der Zeit entwickelt. Was mir wichtig war bei diesem Turm, ist, dass wir von dem Turm nichts am Äußeren verändert haben. Also auch überall, wo das Licht reinkommt in den Turm, das sind die natürlichen Öffnungen gewesen. Also wie hier diese Starkstromeinlass, unten die Klappe für die Stromverteilung. Und das dritte Fenster, das ist das Fenster, was hier schon immer eingebaut war. Ein altes Eichefenster, so dass das Äußere nicht verändert ist und noch genauso aussieht, wie das Trafotürmchen gebaut wurde. Wir haben das an der Industriedenkmalpflege in Frankfurt vorgestellt. Die Industriedenkmalpflegerin ist damals auch gekommen und haben das dann auch unter Denkmalschutz gestellt. Ja, dieses Türmchen ist aber nicht das einzige Türmchen, was auch transformiert wurde. Es gibt eine ganze Vereinigung von Menschen in Deutschland, die sich darum kümmern, dass diese alten Kulturdenkmäler nicht verfallen, um den Michael Sohnfeld herum. Und es gibt einen regen Austausch und wer sich da auch noch weiter informieren will, es gibt ein wunderschönes Buch von dem Dr. Illo Primus, der die schönsten Trafotürme in Deutschland in einem ganz dicken, reich bebilderten Band auch zusammengefasst hat. Wir werden dieses Türmchen präsentieren zum Tag des Industriedenkmals am 11. September um 13 Uhr. Am selben Tag, am 11. September, zeigt Hubi auch seine Mühle um 14 Uhr. Wir haben das extra koordiniert, damit die Leute, wenn die hier das Türmchen gesehen haben, dann nach einem Tässchen Kaffee, den man hier im Ratskeller genießen kann, dann zu Hubi gehen können und dort diese schöne Mühle besichtigen können, die dann auch geöffnet ist und durch die Hubi führt. Ich werde an dem Tag auch noch ein bisschen einzelne Sachen über Trafotürme berichten. Wer Lust hat, ist herzlich eingeladen. Es ist keine besondere Anmeldung dafür notwendig. Ich werde dann hier sein. Ja, lieber Stefan, vielen, vielen Dank für die tolle Tour und für das außergewöhnliche Projekt. Hat mich sehr gefreut, hat uns sehr gefreut. Es ist ja nicht das einzige Projekt, was du hier in und um Niederorf herum vorantreibst. Und Stefan hat noch ein richtig tolles Projekt, und zwar ist das die Alte Pfarrei. Da betreibt er Kleinkunst auf hohem Niveau, hier in unserem kleinen 400-Einwohner-Dorf. Und vielleicht, wenn es euch gefällt, und Stefan, wenn du Lust hast, dann können wir vielleicht noch mal das ein oder andere weitere Projekt zusammen entwickeln. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr Lust habt, noch weitere Projekte zu sehen. Und wenn
Stefan Lust hat, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn wir da bei der alten Pfarrei, was wirklich ein richtig, richtig klasse Projekt ist, richtig, richtig toller Denkmalschutz, richtig tolles Gebäude mit einer klasse Nachnutzung, wenn wir da auch nochmal Mäuschen spielen dürfen. Wenn du uns das vielleicht auch nochmal in einem nächsten Teil vorstellen würdest. Ja, Stefan, dann vielen, vielen Dank. Gerne. Super Aktion, tolles, interessantes Projekt. Ich freue mich dann auf unseren nächsten Teil, wenn wir mal in der Pfarrei vorbeischauen. Und Stefan hat noch mehr als nur die Pfarrei zu bieten. Also ich denke, wenn euch das interessiert, dann werden wir noch so 1, 2, 3, 4 weitere interessantere Projekte vorstellen können. Habt eine schöne Zeit, habt ein schönes Wochenende. Bis demnächst. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüssi.